Dann muss ich mal gleich gucken, wenn einmal die Tagesdingsperiode vorbei ist, dann gehe ich nochmal dahin. Ja, ich kann ja dann mal mitkommen. Weil vielleicht sind die dann ja nicht mehr böse auf mich. Ja. Da war eine Gasträne. Also ich habe schon so viele Gaster erledigt, nur leider habe ich die immer auf Distanz erledigt gehabt. Oder ja, wenn ich was nah erledigt habe, dann haben die leider nichts gedroppt. Na, der ist aber nicht in die Lava gefallen. Der war ja über normalem Boden. Deswegen. Also ich habe jetzt mindestens zwei direkt aus nächster Nähe mit dem Schwert kalt gemacht und die haben beide nichts gedroppt gehabt. Kann treuen. Oh, machst du das mal eben und los. Leck mich. Holz aber ganz schön leise. Leck mich. Später. Ja, da bestehe ich aber drauf, ne? Das hat jetzt jeder mitgekriegt. Alter. FSK 18, let's play. Es hat jeder mitgekriegt, dass du es gesagt hast. Und alle werden nachfragen, ob du es auch getan hast. Alter. So tot? Was macht der Creeper hier? In deinem Haus? Nee, am Gehege von den Schafen. So. Ist der krank? Alter, du stirbst. Ich hab zwar... Oh, scheiße, ich hab mein Diamantschwert nicht wieder ins Inventar getan. Scheiße, ich hab jetzt nur ein blödes Eisenschwert noch. Ja. Ah, aber der stirbt. Auch mit dem Eisenschwert. Den mach ich jetzt platt. Vor allen Dingen steht der aber an meinen Schafen. Wenn der sich da in die Luft sprengt, der macht mir die Schafe kaputt. Hast du noch genug? Alter, jetzt flippe ich aus. Jetzt ist er weg! Will er mich verarschen? Jetzt renne ich hier einmal um den Pudding und dann ist der weg. Der ist despawn. Alter! Zum Glück habe ich hier bei den Schafen den Hintereingang gemacht. Klack. Den wollte ich nur gerade nicht nutzen, weil, ne, sonst hätte der sich wahrscheinlich wirklich in die Luft gesprengt. Bei den Schafen. Mann, was haben wir denn an Wolle? Oh, 1, 2, 3, 4, 5, etwas über 5 Stacks erst. Das ist ja noch nicht so die Welt. Und die Schere ist kaputt. Und dann nehmen wir die nächste. Au. So, aber ich glaube, jetzt lasse ich das erstmal hier mit dem Wolle einsammeln, weil, ne, wegen Abwechslung und so, was ich ja schon mal sagte. Deswegen habe ich ja auch nicht so viele Baufolgen hintereinander gemacht und jetzt auch 3 Stunden Schafe scheren ist auch ein bisschen albern. Jetzt haben wir erstmal ein bisschen Wolle und das verarbeiten wir jetzt erstmal. Gut, dass du selber zugibst, dass du albern bist. Kommst du mal mit mir hin? Nein. Warte, ich muss erstmal ein Diamantschwert holen. Komm doch mal hier hin. Nein. Komm, hol dir einen ab. Komm. Nein. Komm, Kätzchen, hol dir einen ab, aber so richtig. Katze. Nein. Ich hab Hunger. Bist du deswegen immer frech? Du gibst mir ja nichts zu essen. Schnauze. Du kochst nicht, so. Du bist die ganze Zeit noch vom McDoof. Okay, jetzt geht's los. Und da sehe ich jetzt schon, dass wir da noch eine coole weitere Etage hinkriegen werden. So, dann haben wir hier 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Genau, 4er Höhe. Genau, und jetzt kommt hier die Decke rein. Oh, das wird auch nochmal so ein Mammutprojekt. Und da oben müssen wir auch ausleuchten anschließend. Oh. Problem ist ja jetzt, dass ich ja alle meine Spitzhacken da auch habe, ne? Ich wollte ein bisschen länger da bleiben. Ja, hoffentlich ist das jetzt wirklich inaktiv, ne? Eigentlich müsste das sein. Ja, eigentlich bei Minecraft. Weil das wäre ja ziemlich heavy, wenn die jetzt despawnen würden, ne? Nein, die despawnen nicht. Also wie gesagt, ich bin nicht in der Hölle und von daher ist das ja schon mal ganz gut. Dürfte die Hölle gar nicht aktiv sein. Da ist die Hölle eingefroren. Das ist ja genauso, wie wenn du aus dem Schank rausgehst. Ja, normal schon. Du kannst ja, wenn du nicht in der Höhle stirbst und auch keine Kiste hast und in diesem Schank nicht drin bist, ja, ich weiß, dann bleibst du liegen.
Ne? Aber man weiß nie, wie sie das so mit der Hölle gemacht haben, ne? Weil die Hölle ja auch mit hier oben vernetzt ist, ne? Und wer weiß, ob das über die Portalvernetzung noch hinausgeht. Man weiß es nicht. Jetzt macht mir keine Angst. Nein, würde ich nie machen. Ich gehe davon aus, die sind jetzt despawned. Arsch. Alter, der macht hier die ganze Zeit wieder Doppelklick. Ja, das ist die Rache. Alter, das macht keinen Spaß zu bauen hier mit diesem... Die Rache der Kitty Kalor. Mit diesem... schönen Spiel. Alter, das gibt's doch gar nicht. Doch, aber nur bei Roller. Also die Zuschauer sehen das ja hier gerade bei mir. Und ehrlich, ey, das ist doch... Oh. Ach, warte mal eben. Was mache ich denn da so ein Hack-Mack? Da kann doch die Wolle einfach hin. Alter, das geht grad gar nicht mehr. Ich glaube, ich kann erstmal eine Pause machen, weil der macht nur noch diesen Doppelklick in einer Tour. Ich könnte gerade Harakiri begehen. Wer ist denn so. Harakiri? Ja, Erzähl doch mal. Alter. Harakiri ist der, den ich gleich mache. So, jetzt bauen wir mal ein bisschen anders. Vielleicht geht's da ja besser. Dauert nur ein bisschen länger, obwohl muss nicht länger dauern. Weil wenn das andere uns ständig ärgert, dann könnte das hier sogar noch gehen. Machen wir jetzt Essen? Ja. Ich werde jetzt dieses Essen essen. Du wirst jetzt dieses Essen essen. Und jetzt... Sie wird dieses Essen essen. Und vielleicht hat sie ihr Essen schon gegessen. Sie wird ihr Essen essen. Und jetzt? Oh, und bis jetzt? Ich sofort wieder sterbe. Ach, gehst du jetzt alleine rein? Ja, du willst ja nicht. Das habe ich doch gar nicht gesagt. Außerdem wirfst du mir dann hinterher wieder vor, jetzt bin ich wegen dir gestorben. Aber guck mal, jetzt kann ich froh sein, dass ich vorher... Ja gut, eigentlich nicht. Jetzt machen wir ja noch was. Sie nuschelt sich wieder was in den nicht vorhandenen Bart. Hast du es nicht verstanden? Nee, weil du hast so... Ist auch besser so. Ich wollte was sagen, was eigentlich falsch ist. Du hängst schon wieder bei mir in der Luft. Ist ja schön. Das schwebt das einfach mal so. Ja. Ach, das siehst du, weil du jetzt da auf dem Weg zum Portal aus bist, ja, ne? Und da ich ja meine Renderdistanz nicht ganz so weit habe... Ja... So, mal gucken, ob das hier jetzt geht, gerade mal wieder. Nein, da macht er auch wieder den Doppelklick. Mach das jetzt einfach mal ganz einfach. Ich tue mal in meine Kiste das Essen. Ich packe mal den Koffer und nehme mit. Das Schwert. Das Schwert. Ich packe mal den Koffer und nehme mit das Schwert. Guck mal, nackig wie ich bin, ob mich die Tiere angreifen. Oh. Jetzt ist aber hier gerade keiner. Vom Geruch her würde ich sagen, die lassen dich dann in Ruhe. Halt die Fresse. Wenn du nackig bist. Achso. Da ist ja nichts mehr, was das dann noch hemmt, ne? Diesen. Ah! Oh, erzähl doch nicht sowas. Die Leute glauben am Ende wirklich, dass ich stinken würde. Ja, aber das ist doch so. Außerdem bist du jetzt wieder ganz leise geworden. Ich rieche sehr, sehr gut. Entschuldigung. Nein, sie greifen mich nicht mehr an. So, jetzt muss ich mal ganz schnell laufen und hoffen, dass kein Gas kommt, kein Gas. Ja, lauf vor deinem eigenen Geruch weg. Lauf, Kitty, lauf. Jetzt reicht's aber. Ja, aber wirklich. Ne, also Spaß ist irgendwann also mal... Aber das ist jetzt schon wirklich fies, was du hier treibst. Ja? Ja dann ich schon. Aber du, die ganze Zeit bei mir, die ganze Zeit. Was denn, ich sag doch nur die Wahrheit, bei dir hat der Rollstuhl die ganze Zeit geknarrt. Jetzt sag nicht, ist das klar. Ist so. Das Alter, was wir uns hier angehen die ganze Zeit, ey. Ja, schrecklich. Wieso das passt doch auf keine Kuhhaut. Wieso bist du nur so? Ey. Gut, da bin ich vorhin, glaube ich, irgendwo gestorben. Also hier bin ich auf jeden Fall vorbeigekommen. Muss ich nur gucken, wo ich gestorben Alter, bin. Alter, das geht gar nicht hier mit diesem Kack-Doppelklick. Ist das hier regionsabhängig oder was ist hier in Minecraft los? Hallo? Ihr tut mir jetzt aber auch nichts da oben, ne? Doch. Nein, bitte nicht. Ich tue euch auch nichts. Alter, das geht gar nicht. Ich krieg eine Krise.
Alter, hier stehen so viele Zombie-Picks, ja. So, ich mache jetzt mal wieder diese Technik. Das Problem ist gerade, ich weiß nicht, wo ich gestorben bin. Ja, das ist immer das Problem, weil es sieht ja alles irgendwo gleich aus, ne? Es ist alles dieses Netherrack da in der Hölle, ne? Ja. And that's a problem. That's a big problem. Hier stand ich vorhin. Und unsere Wolle geht langsam zu Ende. Sag doch und mal, es ist schon wieder dunkel draußen. Wo bin ich denn gestorben? Wo habt ihr mich denn getötet? Du musst weiter links. Du musst weiter links. Nee. Ich weiß, wo ich sehe meine Sachen. Zumindest das, was ich vom... Oh nein, da ist ein Blob. Ganz schnell weg. Ein Magma? Ja. Aber dich möchte ich jetzt ehrlich nicht. Sonst schlage ich wieder aus Versehen die Zombie-Picks. Ja, das wäre natürlich nicht so gut, ne? Nee, ich möchte nicht nochmal sterben. Da, da sind meine Sachen. Sie leben noch. Ach, die Sachen leben ja. noch. Ja, oh Gott sei Dank. Das ist immer wichtig. Und das Schwert atmet auch noch richtig gut. Ja, aber ich höre schon wieder so ein Vieh, so ein garstigen Gast. Ja, die sind aber auch immer garstig. Ja. Die sind immer schlecht gelaunt, ne? Ich geh jetzt nach Hause. Das ist mir ehrlich gesagt. Nach Hause telefonieren. Und der Reichsgraf baut unermüdlich weiter am Haus. Alter, wo bist du denn? Hast du doch nichts getan. Ja gut, die Hälfte meiner Sachen ist weg, ne? Aber mein Schwert ist noch da. Ja, das ist natürlich nicht so gut. Dein Diamantschwert hast du wieder? Es kann auch sein, dass da noch Sachen waren, die ich nicht gesehen habe. Hallo, könntest du bitte mir aus dem Weg gehen, du Blob? Aber mit dem Diamantschwert, das ist natürlich erstmal das Allerwichtigste, ne? Ja. Du Blob. Oh nein, es regnet. Deswegen ruckelte das jetzt hier gerade auch schon wieder so. Deswegen. Aua! So. Alter, ey. Nee, kommt mal ein bisschen zur Seite. Da stehen mir zu viele Freunde von. Okay, wir versuchen mal, das hier irgendwie zuzukriegen. Hat das denn von euch auch schon mal jemand gemerkt, hier mit diesen Doppelklicks hier? Und dass das mal ist und mal nicht? Also man sieht ja, wir konnten vorhin die ganze Zeit bauen, dann war es nicht und dann stellenweise. Dann geht das gar nicht mehr ohne. Und jetzt war das ja hier nur noch da. Das ist die ganze Zeit. Ich hab Magma-Creme gesehen. Gar nicht mehr auf mit diesem Doppelklick hier. Nein, kommt mal mit nach hier hin. Hier also das könntet ihr vielleicht wirklich mal in die Kommentare schreiben. Das würde mich mal wirklich interessieren, ob ihr da auch hier diese Bugs hier habt. Da guckt euch das an. Ich klicke die Maustaste ganz hauchdünn, einmal ganz mini kurz an. Und der setzt hier den ganzen Dachboden voll mit Wolle. Alter, das geht ja gar nicht. Also hier oben geht's überhaupt nicht mehr. Alter, hätte ich gerade fast schon wieder auf den drauf gehauen. Auf Zombie-Pick? Ja. Auf einmal das stand er mir so direkt vor der Flinte. Die sind manchmal aufdringlich, ne? Ich sage, die haben extrem Kuschelbedürfnis. Oh, die Geräusche. Oh. Nein, ich höre Loren. Alter. Was hörst du? Nicht. Ja, die komischen Viecher da, diese Pommes-Viecher. Ja, ich hab Angst. Ach, diese Blazer oder wie die heißen. Ja, die Geräusche sind schon cool, ne? Da kriegst du schon richtig so. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Alter, was müssen die denn so furchtbar viel aushalten? So, was wir uns natürlich hinterher auch noch bauen müssen hier mal. Ach, wir haben schon wieder Holz vergessen mitzunehmen, und um den einen Ding da am Boden auszugleichen. Wir müssen uns hier hinterher natürlich auch mal eine Treppe hochbauen, damit wir dieses Geschoss hier auch richtig erschlossen haben. Vor allen Dingen, die hören sich so nah an. Ja. Ja, selbst wenn die hinter der Wand stehen, ist brutal. Ja, aber ich... Hat nicht gereicht. Lieber Gott, jetzt lass mich da wieder jemanden vor. Alter, ist das am Ruckeln. Weißt du was, solange du in der Hölle bist, gehe ich jetzt mal ganz schnell schlafen hier, damit das aufhört zu regnen.
Da steht keiner. Da steht keiner. Da steht keiner, Gott sei Dank. Hier ist kein Bett. So, dann gehe ich mal hier in dieses Gästebett. Oh, und erstmal schlafen. Oh, sehr schön. Dann wird jetzt auch der Regen aufhören. Ah, es geht ja gar nicht. Also, was ich habe... Ja gut, bei mir sind jetzt wirklich nur die Pfeile und die, der Bogen weg. Ich kann gar nicht sagen, wie warm mir hier gerade so ist. Also in RL. Ja, man muss dazu sagen, dass der Reizdrachen die Fenster öffnet. Oh. Alter, ist das warm. Was haben wir denn eigentlich? Draußen sind 27,8 und ich habe hier im Büro 26 Grad. Und die sind ziemlich eklig, diese 26 Grad. Ziemlich eklig.